So, ich mache jetzt meine siebte Tour, die dritte auf dem Platz hier und dann drehe ich noch ein paar Böller-Videos und werde wahrscheinlich noch einmal herkommen. Ja, 1. Januar Vormittag 11 Uhr. So, 3. Januar, jetzt komme ich hier zum Aufräumen und man sieht nicht viel, weil alles voller Schnee ist. Egal, ich krall mir jetzt das, was ich kriegen kann, ein paar Beutel voll und den Rest mache ich, wenn es aufgetaut ist. So, willkommen zu einem kurzen Aufräumvideo aus Frostiland. Schnee ist noch nicht genug da, aber hier liegt noch Zeug rum. Und aufgrund der Witterung könnte man das noch nicht sammeln, aber jetzt kann man sammeln. Kurzer Rundblick, was sehen wir hier? Böllerreste, Thundercracker Explode, noch mehr Böllerreste, eigentlich alles andere habe ich schon fast gesammelt. Ja, dann hier halt noch ein bisschen Kubis und hier habe ich was gefunden. Ah, ein 7er Luftheuler. Sehr tolles Teil. Ja. Ah, hier und Frösche, die aussehen, als ob sie noch nicht hochgegangen sind, aber sind hochgegangen. Das ist ein 1, 2, 3, 4, 5. Müsste ein C. Funke C sein, vielleicht. So, ich mache erstmal Schluss für heute. Den anderen Tag mache ich weiter und hole mir die Reste und so. So, was sind das? Funkeböller hier oder was? Hier Weco Superböller 2, da sieht man mal, was das hier macht. Gar nichts. Na gut, dann bis zum nächsten Teil. So, willkommen, weiter geht's. Es ist der 2. Februar und ich werde jetzt noch einiges aufräumen. Also leider ist der Platz noch ein bisschen mit Schnee und so. Aber hier, das war vorher nicht da. Das gehört ja alles weg. Bierdeckel und sowas. Ja, und dann werde ich mal sehen, was ich jetzt noch alles wegbekomme unter der Matschschicht. Inklusive sowas hier, das ist neu, schmeißen Leute ihre Kippen hin, das wird alles entfernt. Ja, und dann werde ich hier noch ein paar Reste finden. Wir schauen uns mal an, was hier noch liegt. Ein Knallfrosch. Thundercracker Explode. Und ich habe hier was irgendwo gesehen. Ah, darauf habe ich mich gefreut. Hier, guckt euch das Ding an. Das ist hier noch der Trick-Track. Ja. Richtig tolles Teil. 9,3 Gramm NEM steht noch drauf. Den nehme ich jetzt auch mit. Und natürlich alles, was ich hier noch finden kann. Von Böllerketten, Klebeband und Kubis, sowas hier. Nehme ich alles jetzt auch noch mit. Ja. Und vor allem hier Plastikteile. Hier Explode, irgendwelche Big Balls. Sowas hier. Kommt alles mit. Aber ich werde wahrscheinlich erst nochmal später, wenn der Winter hier vorbei ist, nochmal ordentlich aufräumen. So, ich sammle natürlich auch allen anderen Müll auf, der nicht von mir ist. Also keine Ahnung, was das hier soll. Und was habe ich in der Zwischenzeit gefunden? Raketenstab oder mal sowas. Ein Cobra 6R oder ein Detonation Kubi. Dann hier diese Plastik-Dinger müssen alle mit. Dann das sieht aus wie der silberne 5,5 Gramm. Ach, was haben wir hier? Einen roten Corsair. Black Mamba. Black Cobra. Kamikaze, wie man sieht. Dann hier diese Funke Superbella 1. Harzer V-Knaller. Das ist ein Funke B. Ah, hier noch ein The King. So, ja, aufgrund der Witterung muss ich erstmal beenden. Das ist mir alles viel zu viel mit Schnee und Eis und nass. Ich warte mal, wenn das Wetter wieder trocken ist, werde ich noch mal weiter nach Schnipseln suchen gehen. Ja, und einen halben Beutel habe ich ja geschafft noch zu finden. Ja, das meiste ist erstmal weg. Ciao, bis zum nächsten Mal.